und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst und wie ihr es bereits hoffentlich schon gemacht habt, könnt ihr uns folgen auf diversen Social Media Kanälen. Ihr könnt uns natürlich auch supporten. Das sehen wir auch sehr, sehr gerne auf Steady und Patreon, weil damit können wir uns das eine oder andere Long Run Bier besorgen. Und was ist schöner, als nach einem guten Long Run sie einen Radler aufzureißen? Dementsprechend tut das. Geht auf Patreon, geht auf Steady, geht auf Instagram und Facebook und schaut, was wir da so treiben. Und abonniert uns heute auch im Podcatcher, weil dann versäumt ihr keine Folge, nämlich auch nicht diese. In dieser Folge bin ich nicht alleine, obwohl der andere, also der Flo, leider nicht da ist, weil den hat die Krankheit dahingerafft. Zwar nicht der schwarze Tod, aber Entschuldigung. Als Angehöriger der Hochrisikogruppe der Eltern hat ihm seinen Sohn angesteckt und er ist leider stimmbefreit im Moment. Dafür habe ich mir jemanden zu mir geholt, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen, weil der uns einmal sagt, wo der Bartl den Trailbergmost wirklich herholt, nämlich von ganz vorn und von ganz oben. Und zwar der Hannes Namberger. Grüß dich. Servus, grüß euch. Ich freue mich schon monatelang darauf, dass wir zusammen aufnehmen können, aus vielerlei Gründen, weil alles, was ich gemacht habe, sportlich, hast du auch gemacht, nur du machst alles einfach um 2 Klassen besser. Das ist zwar für mich ein bisschen bitter, aber zumindest habe ich eine Idee, wie du Dinge gemacht hast oder angegangen bist. Das finde ich einfach schön, weil da fühlt man sich dann auch gleich ein bisschen wohl. Und zwar, du kommst aus Ruppolding. Genau, Ruppolding, Süden von Bayern, eigentlich genau. An der Grenze zu Österreich. Es ist schon mal sehr sympathisch. Da versteht man sich auch gleich. Und du kommst, wie man das heute halt so aus diesem Hügel- und Bergland bei uns kennt, vom Skifahren. Weil du wirst mit 3 auf die Ski gestellt und im Berg habe ich gestessen und wenn du unten ankommst, dann darfst du in einen Verein mitfahren. Ja, so wie es bei euch abläuft, läuft es bei uns auch ab. Bei uns sind ein bisschen weniger da als im ÖSV, aber ja, die harte Schule vom Skisport habe ich auch durchgemacht. Habe dann mit 21 aufhören müssen und habe mir eine neue Leidenschaft gesucht. Darf ich fragen, warum du normalerweise hört man ja beim Skifahren entweder auf, weil man schlecht ist, das war bei dir aber nicht der Fall, sondern du bist doch. Ja A-Kader gefahren. Nein, B-Kader. B-Kader? Ja, aber A-Kader ist nur Top 15 in der Welt, da war ich nicht. Okay, aber du bist im Endeffekt Weltcup Schwelle gewesen, so Europacup bist sicher gefahren wahrscheinlich. Europacup habe ich mal fahren dürfen, ja, aber mit 21 ist man dann kurz raus aus der Jugend und war halt dann die Jahre davor auch verletzt und dann habe ich nicht mehr an das Level von davor anknüpfen können und dann sagt man so, dann wird man aufgehört. Also man möchte zwar noch weitermachen, aber hat dann keinen Platz in der Mannschaft, was ja völlig normal ist. Ja. Ja, und dann ist die Sache mal schnell beendet. Ja, vor allem gerade im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist ja die Leistungsdichte brutal hoch und diese Ausscheidungskämpfe gegeneinander gingen ja, glaube ich, schon mit, weiß ich nicht, 10 Jahren los. Oder wenn es darum geht, wer darf in der Ski-Hauptschule gehen, wer darf in ein Ski-Gymnasium gehen, wer kriegt einmal den Sponsor und so weiter. Also das geht ja früh los. Genau. Ja, es geht eigentlich gleich mit der Jugend los. Wie gesagt, Skigymnasium oder halt weiterführende Schule. Und dann Mannschaftsplätze werden einfach nur durch Leistung vergeben. Und ja, man ist schon sehr früh in dem Vergleichskampf drinnen. Aber ist auch gut so. Also man sieht natürlich in dem Sport, dass dann
das ist zwar eine harte Schule, auch in der Jugend schon, aber die halt dann rauskommen, die sind halt auch weit vorne. Ich kann mir vorstellen, das ist ähnlich, wenn ich mir, weiß nicht, jetzt in Deutschland oder in Finnland Biathlon anschaue, wird es ähnlich brutal zugehen in der Auswahl, was jetzt da in, weiß ich nicht, Griechenland beim Skifahren nicht so ist. Weil, naja. Ja, das ist richtig, aber die haben halt auch nicht die Möglichkeiten und auch nicht da, ich sage jetzt mal, die Historie vom Skisport, so dass da ein bisschen weniger gibt, aber ich sage, Deutschland, Österreich ist ähnlich, ihr habt so ein bisschen mehr Skifahrer, die was begeisterter machen. Man kann es vergleichen, ihr habt die besten Skifahrer und wir haben die besten Fußballer, obwohl, ja, das kommt. Ja, wobei, der Vergleich ist ein bisschen fies, weil irgendwie jedes zweite Land bessere Fußballer hat wie wir. Okay. Deutschland, Senegal, ja. Japan, egal. Sie sind alle besser. Obwohl ja ein paar Österreicher gehen ja zum DSV, also so schlecht haben wir jetzt ja. Also, nein, das stimmt. Wir machen das stimmt. Nicht so viel falsch. Das funktioniert ganz gut im Moment. Für die wenigen sind sehr erfolgreich und ja, sie geben alles. Das stimmt. Lass da anknüpfen. Ja, also das, du bist mit 21 ausgeschieden worden, hast aber Gott sei Dank nebenbei einen Job gehabt. Also du bist jetzt nicht dort gestanden und gesagt, schwierig, jetzt da muss ich mal überhaupt irgendwas lernen. Genau. Sondern du bist ja ich bin ein Polizist. Ja. Und das aber auch schon gewesen während deiner aktiven Sportzeit, nur dass es dort irgendwie so wie beim Heer so ein Halb-Halb-Dienst oder Zweidrittel-Dienst gibt, wo man einfach viel freigestellt ist, oder? Ganz richtig. Ich habe während der aktiven Laufzeit meine Ausbildung gemacht bei der Bundespolizei und das hat einfach den Hintergrund, dass du nach der Karriere im Sport sofort in den Dienst gehen kannst. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe die Chance genutzt. Während der sportlichen Laufzeit bist du freigestellt, danach musst du halt ganz normal arbeiten und habe halt dann ja, das Berufsleben so kennengelernt, wie das halt so für einen normalen abläuft und bin jetzt bis jetzt halt da dabei. Du bist jetzt aber aus dem Skifahren offenbar mit Verletzungen ausgestiegen, die jetzt da nicht mehr behindern. Weil man, es gibt ja Skifahrer, die, weiß ich nicht mit 21 vielleicht, sondern mit 25 ausscheiden und die, wenn sie noch gerade gehen können, schon ganz weit vorne dabei sind. Ja, das ist oft so bei Skifahrern, dass durch Kreuzbandel oder durch den Rücken oder sonst irgendwas viel kaputt geht. Bei mir war auch was kaputt, das hat man gekriegt, operativ. Fürs Skifahren hätte es nicht mehr ganz gereicht, aber fürs Laufen ist okay, ich habe die Verletzung eigentlich aus meinem Kopf gelöscht. Ich habe einfach nur laufen lernen müssen, weil als Skifahrer müssen wir so sagen, man kann nicht laufen. Man ist schwer, man hat dicke Oberschenkel und ja, man trainiert eigentlich die meiste Zeit entweder auf dem Radl oder in der Kraftkammer. Mhm. Und ich habe einfach ein paar Jahre gebraucht, bis sich mein Körper umgewandelt hat, adaptiert hat an diese Ausdauerbelastung. Es hat schnell funktioniert und ja, ich habe eigentlich jetzt halt beim Laufen weniger Probleme als damals als Skifahrer. Wobei du als Skifahrer, du bist ja trotzdem aus einer Technikdisziplin gekommen. Also du warst jetzt da nicht ein Zartel wie der, weiß ich nicht, der Paris mit 130 Kilo oder so, der einen Oberschenkel hat wie der Hulk. Aber trotzdem auch als Riesentorläufer ist man jetzt da, muss man ja durchaus Kräfte bewegen und aushalten. Das heißt, da ist halt viel Kraftkammer notwendig und was ist denn die Belastungszeit? Zweimal eine Minute oder so? Ja, genau. Also das ist im Endeffekt bis der Mitteldistanz-Sprinter. Genau. Von der Zeit. Ganz richtig. Belastungszeit eine Minute. Ja, das ist eigentlich so der große Unterschied. Ich habe damals die meiste Zeit in der Kraftkammer verbracht und jetzt halt eigentlich gar nicht mehr. Ich bin nur noch draußen. Manche Einheiten müssen heringemacht werden, aber in der Beinpresse bin ich schon lange nicht mehr geguckt. Ich glaube, das macht dann nur so semi-Spaß, oder? Das kann schon Spaß machen, doch. Das
Im Endeffekt war es damals dein Job und das war halt schon auch geil, wenn du deinen Körper einfach, egal auf welche Weise, immer pusht hast und immer besser geworden bist. Also, dann die Frage mir jetzt eher ein Fitnessstudio-Gänger stellen, der wo halt öfter zum Pumpen geht, aber ja. ja, gut, der geht aber am Freitag, am Samstag in die Disco. Ich glaube, hier ist das Ziel. Kann sein. Ist nicht meine Welt, da bin ich nicht dabei. Ja, nicht. Alles hinter mir. Das habe ich auch schon ein paar Jahre durch. Und du bist dann nach ein paar Pausejahren quasi sportlich. Ja. Also, genau. Wo du einfach ein bisschen herumprobiert hast, bist du ja quasi in das Trailrunning reingeburzelt. Genau. Also das war nicht mit Ansage, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ein paar Jahre gehabt, wo ich einfach dann nur mit den Bratenski unterwegs war, Skitour und Backcountry, da halt einfach eine Gaudi gehabt habe, aber halt im Sommer, wie soll ich sagen, die Berge entdeckt habe, weil du hast es davor nur halt einfach vom Lift kennt. Mhm. Und dann hast du es halt einfach mal ja wirklich auf eigene Faust, mit natürlichen Mitteln entdeckt, ob mit dem Radl oder mit den Turnschuhen. Und bin dann halt ganz mal am Anfang gegangen, dann schneller gegangen, dann leichtes Material und so habe ich mich einfach gesteigert, bis ich irgendwann mal halt leicht gelaufen bin. Und ja, dann habe ich mich 2015 eigentlich für Rennen angemeldet, wo ich keinen Plan gehabt habe, wie das funktioniert, aber habe wieder trainiert, wie es halt gewohnt war, bloß halt komplett neue Bereiche. Ja, und das hat mir beim ersten Mal einfach brutal taugt. Ins Ziel gekommen, total angefixt gewesen von diesem Sport und wie die ganzen Leute halt auch drauf haben. Und Ausdauersport ist schon was Geiles, das konnte ich schon echt leicht süchtig machen. Und nach dem ersten Mal, ich habe genau ein Rennen gemacht in dem Jahr und hat mir taugt. Und dann habe ich gesagt, im nächsten Jahr werde ich das wieder probieren. Und so hat sich das einfach dann über die Jahre wirklich gesteigert. Aber das war jetzt da Laufen schon oder Skitouren? Nein, Skitourenrennen habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Okay. Warum? Weil ich in keinem Rennanzug bergauf laufe. Ah, okay. Okay. aus ästhetischen Gründen. Aus ästhetischen Gründen. Verstehe, es ist okay. Der Sport ist schon mega geil, aber ich wollte es auch schon mal machen, aber ich bin halt gut im Laufen, im Trailrunning, aber nicht im Skibergsteigen. Vielleicht bergauf ist einigermaßen okay. Ich kann überhaupt nicht wechseln. Ich reiße die Fälle jetzt nicht in 5 Sekunden runter, sondern dauert halt eine Minute. Ja, ja. Ich fahre gut bergab, aber das heißt nicht, dass ich die anderen irgendwie wegfahren darf, weil die sind auch gute Skifahrer und du kannst nicht als guter alpiner Skifahrer dann meinen, du kannst mit denen mitfahren. Also das ist ein Irrtum. Und das hat eine ganz andere Ski. Ja, also, das ist jetzt nicht das Problem. Im Winter trainiere ich nur auf die dünnen Rennski, aber die kochen auch die fahren auch brutal gut bergab. Ja, ja. Und nur weil ich ein guter Läufer bin, heißt das nicht, dass ich ein Skibergsteiger bin. Also das müsste man auch lernen, aber ich konzentriere mich auf den Sommer, ja, und das reicht mir vollkommen. Ja. Das heißt, der Winter ist quasi gut, um Kondition aufzubauen, aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt meine zweite Wettkampfsaison. Nein, weil die Saison geht wirklich bis Ende November und fängt mit Wettkämpfen und fängt am März schon wieder an. Also in denen 3 Monate ab und zu, da brauche ich jetzt nicht nur mit die Ski da an die Wettkämpfe rumspringen. Ja, du bist ja dann relativ schnell wirklich in die Ausdauerschiene gegangen. Was man jetzt da gerade vor allem bei jüngeren Trailrunner mitkriegt, weil du bist jetzt da auch schon jenseits der 30. Ja. Und bei jüngeren, die jetzt, weiß ich nicht, 20 sind oder 22, gerade eben dort, wo jetzt zum Beispiel wie in Frankreich die Leistungsdichte super hoch ist, oder Italien, die da herangeführt werden über Skyrunning, über kurze Distanzen und dann erst über 5, 6, 7, 10 Jahre in die Langdistanz gehen, bist du ja quasi auf der langen Distanz direkt eingestiegen. Hast du da gleich gemerkt,
ist meins. Also lange ist super und länger ist besser. Ja, ich habe versucht schon mit einigermaßen Hirn in das Ganze einzusteigen. Ich bin immer so zwischen 30 und 50 Kilometer am Anfang gelaufen und habe erst dann quasi nach 4 Jahren meinen ersten 100er gemacht. Das habe ich noch als halbwegs vernünftig angesehen. Ich habe einfach auch die Zeit nicht gehabt. Ich wollte dann einfach 100er machen und dann war ich schon fast 30. Also irgendwann muss ich es halt probieren. Ja, die Struktur, was die Franzosen haben, die macht absolut Sinn, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass ich über 50 Kilometer einfach gut performen kann, dass da eher meine Stärke kommt hinten raus. Ich bin jetzt schnell am Anfang, aber ich kann einfach mein Tempo halten. Und dann habe ich mich einfach sehr schnell dafür entschieden, dass die langen, vor allem dann die 100 Kilometer, so eher meins ist. Ja, ja, aber du begrenzt, weil du jetzt gesagt hast, vor allem die 100 Kilometer, du begrenzt auch nach oben quasi. Dass du uns sagst, ich muss jetzt nicht, ich vielleicht 120, 140, vielleicht 100 Meilen einmal, aber du bist jetzt nicht, der sagt, ah, und jetzt 200 Meiler, weil warum auch nicht? Na, am liebsten laufe ich wirklich zwischen 100 und 120, dann auch die besten Rennen, also ich sage, alle Ultrarennen haben auf der Distanz. Beim UTMB läuft es halt 100 Meilen, also 170 Kilometer. Das habe ich letztes Jahr gemacht, heuer habe ich es nicht geschafft, aber das ist schon was, wo es noch wirklich Wettkampf-Racing ist. Also da wird es noch hart und da ist noch ein guter Speed dahinter. Und bei 200 oder wenn du Tour de Joux schaust in Italien, ist halt auch mehr Überleben einfach und mehr Experience oder Adventure, weil ja, du halt einfach 70 Stunden hat heuer der Sieger braucht. Es kann schon mal kommen, aber im Moment noch nicht, weil die 100, 120 oder 130 einfach noch im Fokus stehen. Ja. Und das ist ja das, wo du ja wirklich unheimlich gute Erfolge gefeiert hast. Also wirklich aufgezeigt hast mit, oh, da ist jetzt einer, der da ist jetzt der Deutscher, der jetzt da dort mal reinläuft, wo sonst da, weiß ich nicht, Spanier, Franzosen und Italiener vorn mitlaufen. Ja. Das hat, glaube ich, den einen oder anderen auch aus diesen Gefilden einmal so ein bisschen überrascht, dass er gedacht hat, wo kommt der jetzt überhaupt her? Ja, so war es letztes Jahr, ja. Es war 2021 und dann war es eigentlich das größte Rennen in Italien, Lavaredo Ultra Trail, und ich habe schon Erwartungen an mich gehabt, aber oder ja gewusst, was ich kann, aber das halt für einen Streckenrekord gleich gelangt, habe ich selber nicht gedacht, aber es hat gut funktioniert und das war halt so eine Bestätigung, dass man auch als Deutscher da mit denen mitspielen kann. Ja, was mir da fasziniert ist, du giltst ja als penibler Arbeiter. kann ich ihn nicht beurteilen? Warst du immer schon sehr fokussiert oder bist du sehr fokussiert, dass du sagst, okay, 120 Kilometer Lavaredo, ich plan ganz genau durch, wann, wie muss das wann, wo funktionieren, wie muss jede Labe funktionieren, wie genau aufs Gramm schaut mein Rucksack aus und so weiter und so fort. Also bist du da sehr, schaust du da ganz genau drauf, weil es gibt ja Leute, die einfach hingehen und sagen, ja, wird schon passen. Achso, nein, dass ich hingehe und sage, es wird schon passen, das bin ich absolut nicht. Also ich sage jetzt mal, ja, fanatisch in gewisse Sachen muss sein, weil sonst funktioniert das auf der Ebene einfach nicht mehr. Es muss alles durchdacht sein. Jede Labe, die Verpflegung, der Rucksack ist aufs Gramm ausgewickt. Du nimmst nichts Zusätzliches mit, was du wirklich nicht brauchen kannst. Schneidest alles ab, was zu viel ist. Kürzt die Hosen, dass da nochmal ein bisschen was weggeht. Nein, aber es wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist alles durchplant. Das ist wirklich akribisch über Monate so durchdacht. Mental wie körperlich bereitest du dich schon sehr lange auf so ein Rennen vor. Ja. Ne, und hast du das schon? Also ist es was du schon als Kind und Jugendlicher gelernt hast? Weil
auch wenn du weit vor dem Skifahren dabei sein willst, stell dir mal vor, ab einer gewissen Leistungsschwelle schaust du halt auch wirklich auf jeden Scheiß. Ja, also unterschreibe ich so. Im Skifahren war ich nicht talentiert genug oder nicht gut genug oder was auch immer, dass ich halt ganz vorn land, aber habe da viel gelernt, was jetzt extrem wichtig ist. Mhm. Und das hilft mir beim Laufen brutal. Das Laufen ist gut, weil es nicht so viele Faktoren gibt, wo du so fanatisch sein musst. Deine Schuhe ist irgendwann einfach mal, ja, da ist, die haben ausgereift oder die haben gut genug, dass man vorne mitlaufen kann. Und dann hast du halt nur die Ausrüstung, was einfach irgendwie passen muss. Dann die Verpflegung, da kannst du halt viel fallen und viel für dich herausfinden, dass das auf die lange Distanz funktioniert. Mhm. Und so kannst du halt die paar Bausteine, wo vorhanden sind, auf alles ausreizen. Beim Skifahren gibt es halt einfach viel mehr. Also, ja. Was bei den Skiern schon abläuft, ja, ich weiß nicht, wie viel, der Hirscher hat bestimmt zig paar Ski gehabt und nicht nur wahrscheinlich einen Servicemann, sondern eine ganze Mannschaft oder eine ganze Firma hinter sich. Ja, das brauchen wir jetzt nicht, aber das ist auch gut so, weil dann hast du einfach weniger, wo du die drauf aufhalten musst, ja. Ja, vor allem auf die lange Distanz, natürlich sind 50 Gramm weniger, was ist halt wirklich viel bei den Schuhen zum Beispiel, das schon, nur bei ich glaube, das ist Material bei kurzen Dingen entscheidender ist, wie auf irgendwelche Sachen, die 20 Stunden dauern. Jetzt da nicht vom natürlich ist Material wichtig, also wenn da die Hosen noch 7 Stunden reißt, ist natürlich auf 20 Stunden auch blöd, aber wenn das Ding einmal passt, ob das jetzt da 2 Zentimeter kürzer oder länger ist und ob das 1 Gramm mehr oder weniger hat, ist relativ egal. Und genau. wenn bei einem Ski jetzt da Ski mit Bindungsplatten, mit Bindung, mit Schurch nicht 100% zusammenpassen und du um 2 Zentimeter falsch fährst, naja, dann fährst du halt leider auf der falschen Seite vom Stangl vorbei und das war's für heute. Genau. beim Skifahren gibt's zu viele Baustellen, bis du da ein richtiges Setup findest. Ja. Okay, du wirst es wahrscheinlich nie finden, es funktioniert halt dann für den Tag, aber für den nächsten Tag musst du schon was ändern. Ja. Die ändert vielleicht die Schurch und der Rest passt eigentlich großteils. Ich laufe oft im gleichen Rucksack. Ich muss halt einfach je nach Wetterverhältnisse und Dauer von dem Rennen einfach ein bisschen umändern. Aber das ist auch das Gute, dass die Einfachheit einfach beim Laufen vorhanden ist. Und ja. Ich muss mich um nicht so viel kümmern wie damals. Ich brauche keinen Servicemann, der wo mir irgendwas richtet. Die Schurch passen, die nimmst du aus dem Karton, läufst es einmal ein und dann funktioniert das. Und ja. Die Konkurrenz und die anderen Läufer haben ähnliche Schuhe. Klar, jetzt wird immer mehrer herausdüftelt, also es läuft keiner mehr einen Schuh von der Stange, sondern alles nur Spezialanfertigungen, aber wir haben alle das Gleiche, sag ich mal. Oder das Ähnliche. Ja. Und das ist das Schöne, das ist wirklich gut auch. Und das ist, ja, es ist schon 1-3% dann wahrscheinlich, aber grundlegend musst du halt an dem Tag auch funktionieren. Absolut. Also ohne das spürst du es halt nicht. Und wie du jetzt da, also du hast ja jetzt da schon seit 2016, glaube ich, oder 2017, das funktioniert halt durchgängig. Also ich hätte jetzt da keine langen Verletzungspausen oder großen Baustellen bei dir mitbekommen. Also aus solchen Jahr habe ich jetzt da keins ausgemacht, so richtig. Nein, es funktioniert relativ gut. Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Immer wenn was zum Verbessern ist, dann setze ich alles drauf, dass ich das beim nächsten Mal besser gemacht habe oder verändert. Ich glaube, es Verpflegung ist Material oder Pacing. Und man lernt halt über die Jahre. Und ich habe heuer mein erstes DNF gehabt, das ist das erste Mal aus einem Rennen raus müssen, weil es verletzungstechnisch nicht mehr gegangen ist, aber sonst habe ich eigentlich eine gute Kontinuität in die letzten Jahre reingebracht, weil ich versuche halt nicht zu viel zu machen, ich versuche mich einfach nicht abzuschießen, komplett hinzumachen und
Mhm. Einfach das Ganze auch mit Hirn angehen und dann kannst du diesen Sport halt auch über mehrere Jahre gut über die Bühne bringen. Ist ein interessanter Punkt, weil du gesagt hast, du schaust, dass du das nicht übertreibst und dass du nicht abschierst. Hilft es in dem Zusammenhang, dass du quasi was Gescheites gelernt hast? Also nicht nur was Gescheites gelernt hast, sondern dass du einen Job nebenbei ausübst, weil du bist ja kein Vollprofi. Also du arbeitest ganz normal und nebenbei quasi als Hobby laufst du auf einem internationalen Top-Niveau. Aber wenn dir jetzt der Sponsor wegbrechen würde, dann wäre das ungünstig, aber es wäre jetzt dann nicht so, oh mein Gott, ich muss morgen mal stempeln gehen. Also ich muss jetzt zum Amt gehen und sagen, hallo, habt ihr irgendwie 3 Euro von mir, weil es ist Essig. Wo jetzt da jemand, der das quasi von klein auf mit 20, 22, 24, 26 direkt von einem Sponsor gekapert wird und gezahlt wird, der dann halt auch die Verpflichtung hat, du musst den das Rennen laufen, es wäre gut, wenn du da noch präsent bist und dass du dort vorne dabei bist. Und wenn da nochmal was schief geht, ich glaube, da ist der Druck viel höher, oder? Gebe ich dir absolut recht. Ich habe mich halt für das entschieden, dass ich noch nebenbei arbeite. Ich mache im Moment 30 Stunden. Das heißt, ich gehe dreimal in der Woche circa in die Arbeit, mache Schichtdienst. Habe nebenbei ein bisschen Abwechslung für den Kopf. Also es geht nicht nur immer um Laufen, Essen, Schlafen, sondern muss auch noch ab und zu was, ja. Nein, was Normales machen. Das ist auch gut. Das erdet dich ja wieder. Und es hilft auch, dass du mal Tage hast, wo du vielleicht nicht trainierst, weil sonst, ich darf mich wahrscheinlich abschießen oder halt vielleicht auch übertrainieren, was viel Leid auch schon passiert ist, die wo halt dann die Zeit haben zum Trainieren. Ja. Und dann gibt es eigentlich nur noch Training, Mittagsschlaf und wieder Training. Und ja. Das halt jeden Tag, entweder machst du zu viel oder es wird halt dann nicht mehr wertgeschätzt auch von dem. Als Skifahrer weiß ich es noch, du hast halt einmal trainiert, dass trainiert ist und nicht mehr. Also das quasi fürs Papier. Und jetzt halt nutze ich halt jede Einheit, weil ich weiß, ja, ich muss die Zeit einfach gut einteilen und ich nutze jeden Lauf mit der, ja, also ich bin immer dabei, weil ich halt einfach Bock drauf habe. Und es ist nicht einfach nur so, ich gehe raus und mache meine Einheit, das gemacht ist, sondern die hat wirklich dann einen Sinn und die hat Qualität. Würdest du zu neigen? Also bist du jemand, der, wenn er sowas macht, dann auch reinkippt und sagt, ah, da gangert noch was und wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, ein bisschen was stabimäßig verbessern würde, ah, da könnte ich noch was rausholen und naja, vielleicht einen langen Lauf könnte man da schon noch einstrahlen. Ja, das tue ich schon. Ich bin gerade dabei, dass ich halt Bausteine noch ausbessert, die wollte. Die haben da, die haben mich nie beeinträchtigt, aber da konnte ich einfach nochmal ein paar, ja, vor allem bei den langen Distanzen, mehr Stabilität hinten rausholen. Aber mein Tag, mein Training ist fast ausgeschöpft. Ich habe vielleicht 15 Trainingsstunden in der Woche und das ist völligst fein. Ich gehe nicht nur laufen, sondern ich mache viel auf dem Radl, viel Alternatives und schaue, dass ich da halt mich nicht verbrenne. Machst du das alles in Eigenregie oder bist Nein. du trainingsgesteuert? Ich bin trainingsgesteuert, ja. Nein, ich habe schon einen Trainer. wie sagt man da? Online-Trainer. Also ich kommuniziere mit dem einfach nur über Telefon, über Video. So, also nicht der Plan von Runner's World oder von Freundin, Halbmarathon in 7 Wochen. Es läuft schon sehr professionell ab, keine Sorge. Schon eigentlich, wäre ein interessanter Ansatz. Ja, du kannst ja gerne mal googeln. Training für Lavaredo für 120 Kilometer. Also sowas wirst du nicht finden. Der wo das, so ein Standard-Trainingsprogramm, dass du das dann auf Rekord gewinnst oder auf oder Zeit, das funktioniert nicht. Nein, ich habe schon einen Trainer, der mich halt auf den Punkt, auf meine Wettkämpfe vorbereitet und der überwacht sowohl von Schlafen, Erholung, Training, alles, der sieht alles
besser als einer, der wo vielleicht einmal vor Ort ist. Also im Endeffekt sowas wie du nutzt sowas wie Training Peaks. Genau. Ja. Und die Uhr synkt alle Daten hin und der kann da sagen, ah, du bist gestern spät ins Bett gegangen und hast eine Stunde zu wenig geschlafen. Naja, deine Einheit heute wird wahrscheinlich nicht so prickelnd laufen. So ungefähr läuft es mittlerweile ab. Läuft bei vielen Athleten in verschiedenen Sportarten genauso. Du brauchst nicht immer den Trainer neben dir, vor allem der Training funktionieren. Der kann ja nicht am Berg immer mitlaufen und ist zwar selber Läufer, aber das funktioniert einfach nicht. Naja, und vor allem bei dir, also in meiner Preisklasse gibt es sicher 17 Handvoll Trainer, die ohne weiteres neben mir mitlaufen könnten. In deiner Preisklasse, naja, wenn du dir in Dr. Hornet den guten Trainer, den Kilian, organisierst, der kann vielleicht neben dir mitlaufen, aber das ist halt leider dein Konkurrent. Ja. Aber muss er gar nicht sein, ich möchte allein sein, ich möchte meine Ruhe haben. Eben. Er schreibt mir das Programm auf, was ich zum Tag habe, damit ich besser wäre. Funktioniert bei mir, funktioniert bei Hobbyathleten für 10 Kilometer genauso. Funktioniert bei mir genauso. Also es ist ja lustig, mein Trainer oder der vom Flohen von mir, der wohnt von mir, ich glaube, es sind 7 Kilometer entfernt. Und trotzdem treffen wir uns, wenn es um Trainingsplanung und Trainingssteuerung geht, genau nie. Weil alles, was er braucht von meinem Training, das sieht er im Training Peaks und sagt, ja, mach das und das so. Der einzige Vorteil, dass der in der Nähe wohnt, ist, dass er weiß, welche Routen dass ich laufe und sagt, ah, mach den Anstieg, den kannst du in der und der Zeit auflaufen. Weil er die Strecken kennt, aber sonst macht das immer was völlig wurscht. Der kennt genauso gut in Australien sitzen. Ja, so läuft es aber mittlerweile. Ja. Also früher haben wir amerikanische Trainer und du musst halt einfach nur Englisch reden und dann funktioniert das genauso. Da hat er nur die Wattübertragung am Schuh und dann passt es. Ich bin völlig happy mit dem. Also das ist die Zukunft für Trail und wird halt auch schon über mehrere Jahre so angewendet. Du hast gesagt, du verwendest Watt am Fuß. Funktioniert das für Trainingssteuerung für dich gut? Ja, das ist gang und gäbe im Marathonsport. Unser kleiner Chip hat, glaube ich, 9 Gramm, wird an die Schnürsenkel befestigt und läuft über so eine Formel, ja, wie schnell du deinen Fuß beschleunigst und dann müsste das halt anhand von Steigung, Geschwindigkeit und sonstiges. Also diese Stride-Dinger wahrscheinlich. Genau, Stride heißt es. Ja. Und ist halt wichtig für Intervalle oder so, wo du auf gleichen Untergrund läufst. Okay, das war wichtig, weil was ich so mitgekriegt habe, gerade von Trailrunnern, ist, dass es diese Wattwerte super schwierig sind, wenn es bergauf, bergab geht, weil bergauf schießt du die Wattwerte durch die Decken und bergab kannst du gar nicht so schnell laufen, als dass du auf den Wattwert hochkommst, richtig, weil das irgendwie komisch ist. Ja, beim auf dem Trail, vor allem technisch, ist es halt schwer, das zu verwenden. Vor allem bergab bringst du jetzt halt nicht so viel Kraft auf den Boden, ist ja gut, weißt du ja nicht. Bergauf schon. Also ist einfach so für standardisierte Routen oder Intervalle sehr hilfreich. Okay. Oder auf dem, genau. Und dafür nehmen wir es her. Hilft auch gut und im Rennen braucht man es nicht, aber fürs Training ist es sehr hilfreich. Okay, das heißt, im Rennen zeichnest du das dann mit auf, einfach nur, dass du das aufzeichnest, oder ist das dann was du sagst, das sparst ein? Das sparst ein. Es sind 10 Gramm weniger. Ja, ich brauche es einfach nicht. Und das geht es mir. Mir interessiert es nicht, ich möchte es danach auch nicht wissen. Im Rennen gibt es einfach nur Herzfrequenz und das ist der Maßstab, der wo dir deine Geschwindigkeit und alles fürs Rennen vorgibt. Das heißt, du bist im Rennen auch, also du hast wahrscheinlich, ich vermute jetzt einmal, eine gewisse Herzfrequenz-Marschtabelle im Kopf oder am Arm oder je nachdem, und ziehst du die Eisen dann durch? Weil du weißt, nur die funktioniert und wenn ich mich jetzt da irgendwie verleiten lasse, irgendwie irgendwo schneller zum Laufen, dann wird sich das rächen.
Genau, kann man so sagen. Ich kriege in Zusammenarbeit mit meinem Trainer eine maximale Herzfrequenz, was ich halt vor allem am Anfang nicht überschreiten soll. Nehme einfach mal 160 her, da soll ich nicht drüber gehen. Wenn es mal zwei Schläge haben, merkst du es erstens mal sofort. Oder du musst halt dann kurz danach wieder einsparen, dass du einfach nicht zu viel Körner am Anfang verschierst, weil jeder fühlt sich gut am Anfang, jeder meinte, er hat einen Bombentag. Und dann werden aus den 30 Leuten am Anfang, dann nach einer Stunde 20 und dann nur 10 und dann haben 5 übrig. Und dann zählt es ja eigentlich erst darum, so ist halt am Anfang die nicht verpulvern, nicht abschießen. Ja, und da ist einfach die Herzfrequenz dann der Limiter, sage ich immer. Hast du das schon ganz am Anfang gelernt oder hast du das einfach dir zu Herzen genommen und immer mitgenommen? Nein, ich habe seit 2020 einen Trainer. Davor habe ich komplett nach Gefühl trainiert und habe durch Schmerzen eigentlich die meiste Zeit gelernt. Bin immer mit denen Leuten mitgegangen, ja, wo ich hätte nicht mitgehen sollen. Also ich war auch noch einer von den Blenden, die war einfach immer raus haben und gemeint, ah, heute läuft super, heute kann ich mitgehen, super. Und dann habe ich halt einfach immer gelitten. Und erst dann, wenn ich mit mehr Hirn gelaufen bin, wo ich halt auch mehr Kenner habe, muss ich auch sagen, ist besser geworden. Am Anfang habe ich ja voll die Schmerz gelernt. Ja, war gut, war auch gut, aber gescheiter ist, wenn du es anders dann machst. Ja, ich gebe dann Bescheid, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich es angelernt habe. Also, ich bin letzte Woche in den Lauf gelaufen, nach 20 Kilometern habe ich gedacht, jetzt da tut es weh. Jetzt kommen halt noch 90. Scheiße. Ja, genau. So. Also, Sub 5 am Anfang gelaufen, ich glaube, das ist einfach nie eine gute Idee. Nie. Das kann doch keine gute Idee sein. Man soll halt daraus lernen, das ist das Wichtige. Ja, oder ich hoffe. Von Leuten ein paar Tipps geben lassen, die wo das vielleicht schon durchgemacht haben. Und dann kann man das selber für einen besser machen. Was mich da immer interessiert oder verwirrt ist, wenn man jetzt den UTMB hernimmt, der ist ja ein klassisches Rennen dafür, dass es am Anfang immer eine ganze Trauben an Leuten gibt, die da wegknallen wie die Gestörten, also wie die Berserker. Also nach Les Ouches, ich weiß es nicht, was laufen die Leute dort? Ein Viererschnitt? Nein, nicht ganz. Vier schaffst du jetzt nicht. Also im Durchschnitt kein Viererschnitt, weil es sind schon ein paar Randen drin mit fast 200 Höhenmeter. Aber so auf der Geraden am Anfang hast du schon 340 drauf. Ja, das schon. Und dann nimmt das halt durch die Wellen ein bisschen ab. Aber das Tempo am Anfang ist, wie soll ich sagen, ich gehöre ja auch zu denen, die wo da mitläuft, aber wir haben alle deppert, im Endeffekt, wenn wir uns alle das Leben schwer machen. Und ja, letztes Jahr beim ersten Mal haben wir gedacht, ob es denen alle nicht ganz, die alle nicht ganz sauber haben, weil das wirklich viel schnell war. Meine Herzfrequenz war weit über dem Limit, aber ich bin trotzdem mitgegangen, weil ich habe mir gedacht, du musst da mitgehen, anscheinend ist das normal, aber heuer war das nochmal schneller. Und dann habe ich gewusst, okay, dann probieren wir es halt einfach. Und nacheinander platzen halt die Leute dann raus. Ich habe halt dann auch irgendwie aufhören müssen, aber am Anfang ist einfach nur pervers, wie da weggeballert wird. Du meinst, das ist ein 10-Kilometer-Renner mit Rucksack und Stecker, aber es ist es nicht. Also deswegen bin ich da immer so verwirrt. Kann denn das aufgehen? Und da sind ja Leute dabei, wie ein Jim Walmsley. Da sollte man ja meinen, dass der weiß, was er tut. Ja, aber der weiß schon, was er tut, aber für den ist das nicht schnell. Der läuft ja einen 2:12 Marathon, also das ist jetzt für den kein Problem. So muss ich denken. Ja, das stimmt schon, aber der explodiert ja hier regelmäßig hinten raus. Ja, weil er die Berge noch nicht so gewöhnt ist, aber der macht sie schon. Der hat es heuer probiert, sehr mutig probiert, das hätte auch funktionieren können. Gibt ihm noch ein, zwei Jahre. Oder 3 Jahre und dann hat er das Teil auch mal gewonnen. Naja, wenn er nicht an diesem Berg zerbricht, weil er es zum vierten Mal probiert, also wenn ihm das in dem Kopf komplett fertig macht. Ist aber dann auch egal, der hat schon alles gewonnen, was zum Gewinner gibt. Ein UTMB muss auf einen Athleten auch passen. Das heißt nicht, wenn du alles außenrum gewinnst, dass du das dann auch gewinnst, weil das hat wieder einen ganz anderen Charakter.
Ja. Das ist das größte Rennen der Welt, wo alle auf einen schauen. Also ist was anderes. Muss man selber mitgemacht haben, muss man vielleicht einmal selber in diesem Trott drin sein, dass man da weiß, was da auf einen zukommt. Ist interessant, dass du das auch so siehst, dass man am Anfang schon sehr schnell dran ist. Das Tempo ist einfach über die Jahre einfach pervers geworden. Sowohl bergauf als auch bergab. Dass du irgendwo mal einsparst oder die nur zum Essen mal hinhuckst, das ist fast schon verboten. Also das kannst du nicht leisten, wenn du Top 10 laufen möchtest oder Schuhe wechseln oder T-Shirt wechseln. Ich habe heuer T-Shirt gewechselt und auf einmal war ich auf einmal viel weiter hinten, weil die anderen einfach gesagt haben, na, durch die Nacht ziehe ich mich jetzt nicht um. Ja. Es ist anders geworden. Das Level steigt jedes Jahr. Es wird immer krasser und du musst halt einfach mitspielen, wenn du da vorne landen möchtest. Ja. Nein, also es war letztes Jahr, glaube ich, habe ich geschaut und da hat die Courtney Dowalter einen Stopp gemacht und hat kurz was gegessen. Also wirklich kurz gegessen. Und in der Übertragung sagen sie, ja, nein, sie hat wirklich einen langen Stopp gemacht, 6 Minuten. Und du denkst da, alles klar, 6 Minuten, das ist ja lang. Leute, das war Flaschen wechseln und 5 Löffel essen. Und also, das war echt nicht lang. Ja, das war ein Courmayeur. Da musst du nur ins Zelt reingehen und dann wieder rausgehen. Und das sind halt die 6 Minuten. Ja, das sind die Wege auch lang, ja. Genau. Also, ich habe letztens nicht mehr Zeit gehabt, mich hinzusetzen, weil das geht fast nicht mehr. Ja. Und das halt bei 22 Stunden. Also, es ist einfach, es wird anders da. Ist gut. Du musst halt einfach mitspielen, du musst es wissen und du musst dich jetzt so auch darauf vorbereiten. Wobei ja der UTMB an sich, also ich kenne jetzt dann nur die zweite Hälfte, also ich kenne es nur ab Courmayeur, aber das ist ja jetzt, wenn man deine Race History anschaut, eigentlich ein einfacher Lauf. Jetzt dann nicht von der Distanz, aber vom Untergrund. Der UTMB ist ja nicht schwierig. Der ist ja eigentlich laufbar. Natürlich sind gewisse Rampen nicht laufbar, weil sie einfach zu steil sind. Aber vom Untergrund her gab es das schon her, im Gegensatz zu einem, weiß ich nicht, zu einem Glockner oder zu einem Piz Alpine Glacier Trail, wo einfach Steiner Föder sind, wo du sagst, gut, das geht sich halt jetzt mit Laufen nicht aus. Genau. Der UTMB ist recht einfach. Du kannst fast alles mit einem guten Fully-Radl fahren. Mhm. Wenn du ein guter Radlfahrer bist, wirklich, muss man auch dazu sagen, die Wege sind echt einfach. Aber es wäre halt durch das schwer, dass einfach der Speed so hoch ist und du einfach immer am Limit bist. Und dann wird jeder Weg irgendwie schwer. Ein Marathon wird hinten raus auch schwer, weil du immer wirklich an der Schmerzgrenze bist. Ja. Spielt jetzt keine Rolle, wie der Untergrund ist. Also du leidest da auf jeden Fall und zum Schluss kommt halt nochmal ein Berg, der wohl dann ein bisschen technischer ist für die UTMB-Qualität, ist kein Problem, aber selbst der steht einfach im Weg und kann sein, dass du dann wirklich bei den einfachsten Stufen deinen Hax nicht mehr aufbringst, weil du einfach schon summiert bist. Ja. Mhm. Naja, und außerdem ist der letzte Hügel mühsam, weil du bist am höchsten Punkt oben und dann geht's geradeaus und du denkst da, und jetzt kommen wir nur mehr 7 Kilometer bergab und dann musst du nochmal 100 Meter auf. Also ja, das ist völlig unnötig. das ist dieser letzte Anstieg bei jedem Rennen, was du denkst, warum haben sie diesen Hügel dort noch hinzimmert? Der macht gar keinen Sinn. Dort sind wir einfach weg. Ja, es macht vieles vielleicht keinen Sinn, aber wir wissen alle, was auf uns zukommt und das kann der ja auch in die Karten spielen. Das stimmt, Wenn du da noch keiner hast und der andere ist da wirklich schon am Sand, dann ja, ziehst du da vorbei. Das sind genau 171 Kilometer, das musst du wissen. Hinten raus wird es schwer. Es ist kein Kilometer einfach oder wo du irgendwo mehr sparen kannst. Ja, das ist der UTMB. Ja, ist es für die, also dieses Jahr beim UTMB bist du ja, da musstest du ja rausgehen, verletzungsbedingt. Weil du einfach, ich glaube, du hast mit Anlauf gegen einen Start reden. Und wie wir alle wissen, ist das gar nicht so lustig, wie man es sich vorstellt. Ja, es war auch ein sehr etwas technischerer Teil drin und habe mir kurz Gas gegeben, weil ich gemeint habe, da kann ich ein bisschen was aufholen. Ja, war jetzt nicht die
beste Entscheidung und es ist anfangs gut gegangen und dann hat es mit einmal geschmissen, was wirklich völlig normal ist, was oft passiert. Mhm. Dann machst du saubere Rollen, beilst die ab, läufst weiter. Und normal geht jeder Schmerz, was du hast, auch irgendwo mal weg. Aber der wurde immer schlimmer und ich habe es über 2 Stunden probiert und habe dann eigentlich nicht mehr auftreten können. Und dass du dann 13 Stunden irgendwie durchhumpelst, da würde ich jedem davon abraten. Und ich habe einfach immer schon gesagt, das mache ich nicht, ich verbrenne mich nicht, ich schieße mich nicht ab. Und ja, das war dann ein Zeichen vom Körper, dass da jetzt Schluss ist. Naja, es ist, also wenn es der letzte Berg gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich gesagt, gut, 2 Stunden reite ich jetzt noch heim. Aber 13 ist halt, ja, eine ganz andere Nummer. Aber es ist hoffentlich ja nichts Ernsthafteres gewesen, sondern einfach nur kurzfristig auch. Ja, das weiß jeder, wenn er mit dem Bauernspitz irgendwo dagegen haut, dass das mal sehr weh da kann und irgendwas war dann nicht mehr in Ordnung. Ja, das passiert, Verletzungen kennen dazu auf solche Art und war mein erstes CNF, einmal eine interessante Erfahrung, überhaupt nicht einfach, aber aus dem lernt man auch und gibt Motivation, dass man das beim nächsten Mal nicht mehr macht. Ja, das ist wohl wahr, wobei wir haben in Flo Grasl da gehabt, neulich, und der ist ja dieses Jahr auch rausgegangen und der hat gesagt, ja, er hat plötzlich Rückenweh gehabt. Er hat sein ganzes Leben noch nie Rückenweh gehabt und der läuft weg und auf einmal denkt er sich, puh, was ist denn da schief? Ja. Und er weiß auch nicht genau, was es war und ist halt nachher eigentlich gut unterwegs gewesen und plötzlich denkt er sich, na, das geht einfach nicht. Nur, und er hat gesagt, er kann sich halt auch nicht leisten, dass er sich in eine ernsthaftere Verletzung einläuft. Man kann sich das nicht leisten und man soll es auch nicht leisten. Für das ist die Gesundheit einfach viel zu wichtig, dass du die einfach fast schon mit Absicht oder mit Vorsatz dann so abschießt, dass das halt dann für dieses Jahr oder auch fürs nächste Jahr war. Du kannst dich da wirklich ruinieren. Rücken ist was sehr Wichtiges und wir haben noch ein paar Jahre nach dem Sport zum Leben. Eben. Also, keine Frage raus. Was ist für die, wenn man jetzt so gesagt haben, der UTMB ist jetzt da vielleicht nicht so, also es für alle sehr groß und du wirst ihn wahrscheinlich auch irgendwann gewinnen, wenn es leicht ausgeht. Aber du bist ja auch sehr daheim auf schwierigeren Untergründen. Also dort relativ weit vorn dabei. Ist dir Laufbahn lieber? Naja, alpiner, also technischer. Ja, okay. Ist dir das lieber oder sind dir die Laufbahngeschichten, wo du einfach wirklich am Gaspedal schrauben kannst, sind die lieber. Wenn du bei die besten Rennen der Welt vor allem mitspielen möchtest, musst du beides können. Du musst ganz einfache Gravel Roads gut und schnell laufen können, aber du musst genauso bei den technischen von dabei sein. Wenn du nur eine Fähigkeit hast, wirst du immer irgendwo abgehängt. Mhm. Also du musst ein guter Läufer und vielleicht ein guter Kletterer sein. Und alle Untergründe zu oder auf jeder Höhe irgendwie gut meistern können. Nur dann kannst du auch vorn mitlaufen. Ja. Und deshalb musst du beides trainieren. Du musst auf dem Flachen schnell sein, aber genauso beim Bergsteigen oder auf dem Grat gut unterwegs sein können. Ja. Was ist dir lieber? Du magst beides. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, na, also wenn es wirklich einmal richtig technisch wird, ist schon auch sehr geil. Ja, sicher. Das ist richtig geil. Im Rennen ist mir noch wurscht, muss ich sagen, weil da bin ich da, um ein Rennen zum Laufen. Und wenn es halt einmal einfach zum Laufen ist, dann kann ich halt einfach ein bisschen sparen, da kann ich Konzentration sparen, da muss ich mich jetzt nicht so konzentrieren. Beim Training selber ist natürlich am besten, wenn du einfach was Geiles läufst, wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder technisch oder wenn du was siehst, was nice, das ist geil. Wenn es flach dahin geht, gehört auch dazu. Muss man beides machen. Und wo bist du eher daheim? Bergauf oder bergab? Beides, also. Wirklich? Also bist du wirklich, dass du sagst, du magst beides und du kannst beides? Weil ich persönlich, ich versuche bergauf zum Überleben und einigermaßen dran zu bleiben an den Leuten, wo ich mir halt anhängen will oder in dem Bereich zu bleiben und denke mir, okay, wenn du bergauf nur 10 Minuten verlierst, dann das holst du bergauf.
ich bin in alle drei Sachen nicht gut und nicht schlecht. Okay. Also ich laufe bergauf kann davon, bergab laufe ich eigentlich kann davon und im Flachen auch nicht. Aber ich bin halt, ich verliere keine Zeit und das ist vielleicht wichtiger. Und vor allem am Ende geht es halt meistens nur ums Überleben. Oder einfach, ja, zum Überstehen und halt da die Pace nicht zu verringern, sondern einfach halten. Ja. Und das kann es vielleicht ausmachen. Also ich laufe am Berg absolut kaum davor. Also von die besseren jetzt, oder? Bergab genauso wenig, aber ich verliere da keine Zeit. Ja, nein, das ist wahrscheinlich ist das eh die Top-Fähigkeit auf 100 Kilometer, dass man sagt, ich laufe halt im Schnitt an 6er-Schnitt. Ohne Höhenmeter. Also auf wie ab, wenn man es durchrechnet und sagt, mit okay, mit Höhenmeter und sagt, okay, das Ding hat 120 Kilometer, dann laufen wir es einfach in 12 Stunden. 6er Schnitt. Passt. Es hört sich jetzt einfach an, aber so ist es nicht. Es war im Endeffekt, glaube ich, unter 6er Schnitt, ja, auf 120 Kilometer. Im Flachen musst du halt so rechnen, ist halt unter 4, bergauf ist halt unter 8 und bergab gehen wir halt wieder sauber Gas, wenn das möglich ist. Und am Ende kommt halt sowas raus. Du schaust nicht auf die Pace, sondern einfach nur auf Herzschlag und auf am Ende einfach irgendwie überleben, gut verpflegen und möglichst wenige Fehler zu machen. Ja. Das ist am Ende einfach ultra und nicht zu viel auf die Uhr schauen, sondern auf den Körper, das Rennen beobachten und in der Situation richtig handeln. Geh damit, lass ich abreißen, mach mein eigenes Rennen. Jedes Rennen einfach schlau angehen. Das ist eigentlich fast wichtiger. Das war ein gutes Stichwort. Ist es, laufst du solche Rennen taktisch auch? Nur taktisch. Also, ja? Das ist erstens mal nur Taktik, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Arroganz dabei, dann beobachten, was machen die anderen. Du musst schlau laufen, du musst das Rennen beobachten, analysieren und aus dem halt dann deine Schlussfolgerungen ziehen. Wann gehst du jetzt weg? Oder es haut jemand ab oder der ist jetzt schneller. Entscheidest du jetzt, dass du mitgehst oder dass du einfach nur in der Gruppe bleibst? Genauso andersrum. Du fühlst jetzt einfach gut und probier jetzt 50 Kilometer vorm Ziel oder wo auch immer, dass ich jetzt schon weggehe. Solche Entscheidungen musst du halt richtig treffen. Da gibt es keine zweite Chance. Okay. Es ist lustig, weil ich hab mal schon mit einigen gesprochen und auch Interviews gehört, die gesagt haben, sie versuchen nur ihr Rennen zum Laufen. Und jedes Mal, wenn irgendwer sagt, er versucht nur sein eigenes Rennen zum Laufen und er blendet alles rund um sich aus, im ganzen Wettkampf, denke ich mir erstmal, es tut mir leid, aber das kann ich mir halt echt nicht vorstellen. Das ist wurscht, in welcher Sportart, dass du wirklich überhaupt nicht auf die Konkurrenz schaust und überlegst, oh, der ist normalerweise ähnlich gut wie ich und der druckt jetzt gerade an, kann ich da mitgehen oder puh, wenn der jetzt da eine halbe Stunde ausläuft, da hole ich das wieder ein. Also ich tue mir echt schwer zu glauben, dass jemand das völlig ausblenden kann. Na, du sollst schon dein eigenes Rennen laufen, aber wenn du halt Race machst, wenn du Gewinner machst oder wenn du ein gutes Ergebnis abliefern möchtest, dann ja, ich kann nicht warten oder ich kann nicht da einfach zuschauen. Also wenn der meint, der muss jetzt nicht weggehen und ich habe was dagegen, dann gehe ich da mit und dann tut das halt mal weh, dann vergessen wir alle Regeln, dann wird einfach gefightet und ja, dann ist mir quasi das wurscht, was auf der Uhr steht oder was die vier sagen, und dann wenn ich gewinnen möchte, dann muss ich halt einfach leiden. Ja, aber wie gesagt, genau so, also so kann ich mir das auch gut vorstellen, deswegen tue ich mir so schwer, dass man einfach sagt, naja, ich will schon gewinnen, aber ich laufe trotzdem immer nur komplett mein Rennen. Also, schwierig. Ja, kann man schon machen. Wenn du gewinnen möchtest, aber dein eigenes Rennen, es widerspricht sich ein bisschen, weil wenn du halt ein Weltklasse-Rennen machen möchtest, dann haben da einfach viele Leute was dagegen, dass du dein eigenes Rennen machst. Und dann wird das halt einfach beinhart und das ist mental dann, ja, nicht einfach für alle. Und die Momente, wo du wirklich dann die Entscheidung triffst, ja,
die sind sehr wichtig für sowas. An Punkte, wo man sich entscheidet, ist ja auch, ob man ein Rennen wieder läuft. Du bist ja in Lavaredo, das ist ja wieder gelaufen, weil dass man irgendwo antritt und sagt, ich möchte, weiß ich nicht, besser sein wie letztes Jahr oder da geht noch was oder viele Leute sagen, ich möchte das Rennen noch laufen oder möchte das Rennen noch laufen, weil die Gegend ist cool oder das Rennen ist geil. Also da gibt es ja tausende Rennen, wo man sagt, puh, dort, auf dem Berg wollte ich immer schon mal drauf sein. Aber wenn du, so wie bei dir in Lavaredo, mit Streckenrekord gelaufen bist, also du bist quasi ganz oben mit Streckenrekord und allem drum und dran, also mit Kirsche auf der Torte und allem und Sahne. Warum trittst du das Jahr drauf noch einmal an? Weil ich, also Lavaredo muss man sagen, ist Ende Juni, Mitte Mai Covid, dann 2 Wochen Pause, 2.6. Hochzeit mit Party und allem drum und dran. wieder ins Training eingestiegen und eigentlich gemerkt, wenn für Mozart 100 in Salzburg, der war eine Woche vor Lavaredo, ich war gemeldet, aber ich war einfach nur nicht fit, ich war wirklich echt schlecht noch und hab mir gedacht, okay, ich lasse das Mozart jetzt aus, dann kann ich einfach nur eine Woche mehr trainieren. War die richtige Entscheidung. Mozart wollte zwar mal machen, dass ich das auch mal erledigt habe, aber habe gleichzeitig... Das ist nächstes Jahr wieder und das Jahr war einfach nur brutal heiß. Der war sehr heiß. Ich glaube, es hat 30 oder 80 Grad gehabt. Ja. Er war schön, aber puh. Sehr straßenlastig, habe ich gehört. Ja. Genau. Es hat ja Deutsche gewonnen, also passt das. Haben wir da zufrieden. Ja, ja, auch. Und auch in einer Zeit, die wirklich schlimm war. Ja, also genau. Ich glaube, der Kowalczyk ist unter 10 Stunden gelaufen. Genau, ja. Ich glaube, die ersten drei haben unter der 10. Ja. Die haben schon gut Gas gegeben. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann Rennen möchte ich machen im Juni, dass das alles so passt. Und habe halbwegs gutes Gefühl gehabt, dass ich nochmal in Cortina mit einer guten Form an Start gehe für den Lavaredo. Aber ich habe richtig Schiss gehabt, weil eigentlich hätte nur alles schief gehen können. Also so war der Gedanke am Anfang. Wieso soll ich das machen, wenn davor eigentlich alles passt hat? Du kannst es eigentlich nur versauen. Und das Starterfeld war echt sehr, sehr gut. War richtig gut und ich war schon sehr nervös, aber sobald ich an der Startlinie war, habe ich alles vergessen und ich habe mich richtig gefreut, dass losgeht. Und ich habe gewusst, dass es auf mich zukommt vom Vorjahr. Und war konzentriert und habe vieles am Anfang richtig gemacht. Und das war eigentlich der entscheidende Faktor, warum ich dann ja am Ende dann vielleicht nochmal schneller oder ganz sicher nochmal schneller als im Vorjahr in Cortina zurück war. Also, dass ich dann nochmal meine Zeit habe verbessern können. Und ja, habe quasi alles richtig gemacht danach, ja. Und vor allem auch nicht irgendwie um 2 Minuten vor dem zweiten, sondern der Schickdanz ist 10 Minuten nach dir und dann ist schon wirklich ein Loch nach hinten. Hm. Und da waren ja wirklich Leute am Start, wo man sagt, naja, die können schon auch laufen. Der Mathieu Blanchard und der, wie heißt der Hanyal, oder Heinal, ja. Heinal. Ja, ich lese den Namen seit Jahren falsch. Netter Kerl. Ja, genau. Ja, die sind alles gute Leute. Aber und die sind ja beide beim UTMB auch schon ganz vorn dabei gewesen. Ja, Blanchard ist heuer Zweiter geworden. Eben. In einer Megazeit, die will ich wahrscheinlich nie erreichen. Im Lavaredo war er eine Stunde hinter mir, also ich 12 oder unter 12 Stunden, er vielleicht 13 ungefähr, sage ich jetzt mal. Genau. Aber das Rennen Lavaredo passt halt zu mir. Da weiß ich ganz genau, was ich da habe. Ich fühle mich in der Gegend einfach brutal wohl. Und so ist es vielleicht bei ihm in Chamonix. Das ist halt seit Zwarz daheim. Weiß er, was er zum dort hat. Und für mich funktioniert einfach Lavaredo und die Gegend und auch die Strecke sehr gut. Für ihn jetzt vielleicht nicht. Und so tauscht sie es halt ein bisschen. Hat dir jetzt beim zweiten Mal, also jetzt
dass du deine eigene Zeit nochmal verbesserst, ist ja, man, da hat einfach wieder alles zusammenpasst oder noch mehr zusammenpasst oder du hast jetzt da wirklich nochmal gewusst, ah, dort kennt ihr noch ein bisschen und da kennt ihr noch ein bisschen, aber hilft dann das dann auch taktisch, dass man sagt, ah, ich weiß, was genau dort und dort passiert und da habe ich letztes Mal das gemacht und quasi, und da kann ich es herbrennen, weil da weiß ich ganz genau, den Anstieg kann man so gehen oder das lass besser mal, weil das tut hinten aus sich richtig weh. Das also, muss man während des Rennens wirklich beobachten. Mhm. Ich weiß, dass ich bei Kilometer 42 heuer genauso schnell war wie im Jahr davor. Und dann habe ich aber mit dem Andi Reiterer, meinem besten Italiener, einfach dazwischen mal brutal Gas gegeben. Der hat dann leider aufhören müssen, aufgrund von Rückenschmerzen. Oh aber danach ist es einfach richtig losgegangen und dann habe ich einen einhören müssen, den Schicktanz. Ja. Und der hat einfach zu viel Körner am Anfang verschwendet und hat mich aber trotzdem leiden lassen, weil die Aufholjagd von 3-4 Minuten hat richtig weh da. Aber du weißt halt ganz genau, wo du vielleicht ein bisschen pushen kannst, wo du aggressiv laufen kannst oder wo du einsparen musst. Und das hilft auf jeden Fall. Und ich kenne halt auf dieser Strecke wirklich jeden Stein jetzt noch. Diese zwei Runden. Ja. Ich kenne mich gut aus. Ich bin da sonst öfter drin. Also ich weiß, was da auf mich zukommt. Und das hilft schon richtig. Also das heißt, Ortskenntnis quasi oder nicht nur Ortskenntnis, sondern Rennkenntnis. Ja, genau. Hilft schon. Also hilft auf jeden Fall. Das Rennen das zweite, dritte, vierte Mal machen. Ja. Also ich bin ja nicht dort drin für das Rennen, dass ich die drei Zinnen einfach gemütlich anschaue oder dass ich da den Sonnenaufgang genieße, sondern ich bin drin, um ein Rennen zu machen. Und darum ist es schon wichtig, dass man da weiß, was auf einen zukommt und wie lang es einfach hinten raus noch ist. War das dann beim UTMB, der ja dann quasi dein großes Ziel des Jahr war, dasselbe? Also wie geht man, das war dann auch der zweite Antritt, glaube ich, beim UTMB? Genau. Ja. Wie geht man das dann dort beim zweiten Mal an? Stehst du dann Front Row und sagst, okay, ich will das quasi von vorn mitgestalten in die Top 10? Oder denkt man sich, ah, da ist es Feld auch wieder ein ganz anderes, also was geht da in deinem Kopf vor, weiß ich nicht, vor dem Start, beim Start und die ersten 10, 20 Kilometer, weil dann entfaltet sich das Rennen ja erst. Naja, im Heuer war ich schon, bin mit der Einstellung an den Start gegangen, dass ich schneller laufen möchte als im Vorjahr. Obwohl es Vorjahr, also 2021, sehr gut geklappt hat mit Platz 6, mit 22 Stunden. Irgendwas. Hat gut funktioniert und ich wollte einfach nur mehr schneller sein. Und das war eigentlich mein einziges Ziel, aber im Rennen selber bist halt du wieder im Rennen drin und es war einfach verdammt schnell heuer. Also alle Zeiten, was jemals davor irgendwie gelaufen haben, haben pulverisiert worden. Ja, und da musst halt du wieder neu planen. Du musst es beobachten und schauen, was ist für dich möglich und dein Ziel nicht so krass zu verfolgen, sondern einfach ein Rennen zum Laufen. Und ja, das ist dann halt auch das Wichtige, dass du die bei so einer Distanz nicht am Anfang schon abschießt. Das passiert leider im UTMB sehr stark, was halt dann vielen Leuten ermöglicht, dass sie halt von hinten dann weiter vorlaufen, wenn sie einfach ein bisschen schlau unterwegs sind. Ja. Aber wenn du Gewinner machst und eine gute Leistung erzielen musst, dann musst du auch was riskieren von Micke. Ich bin natürlich auch von hinten dann immer weiter vorgelaufen, auf Position 11 dann ausgestiegen. Ja, an dem Tag war vielleicht was möglich gewesen, aber hätte da Rivari, gell? Das bringt gar nichts mehr. Ja, nein, ich meine, du sollst wahrscheinlich nicht auf Rang 100 weglaufen. Das ist dann, du bist wahrscheinlich ein bisschen weit weg quasi von vorn, weil du einfach viel zu viel Zeit verlierst, aber ich bin immer wieder fasziniert, wie gesagt, von den ersten 10, die bei der ersten Verpflegungsstation reinkommen, weil ich denke, puh, von euch 10, wenn es 3 überleben. Ja, das ist so, genau. Von den ersten 50 überleben 10. Ja. So kannst du sagen. Die kommen ins Ziel. So ist es, aber das ist ja geil so. So soll es ja bitte bleiben. Und ich möchte in Zukunft immer gegen die Besten da laufen. Wenn nur die Hälfte von
ja, von der Weltrangliste da haben, dann ist das schon wieder uninteressant. Aber da an diesem Tag war jeder dabei, der wo sie schimpft, ein guter Läufer zum sein. Außer einer, der hat schon oft gewonnen, das ist der Frost Warten. Der hat schon viermal gewonnen, der war ja nicht am Start, aber sonst war jeder da und das ja, ist geil. Es war ja, glaube ich, auch das Jahr, bei dem man nicht läuft, weil ich glaube, der Frost Warten läuft immer nur alle 3 Jahre oder so. Das ist ganz lustig. Er hat ja immer wieder mal Pausen gehabt dann dazwischen. Er kommt, ja, dann immer richtig, quasi, ja. kommt vorbei, gewinnt gar einmal und geht wieder. Fast, ja. Wir fragen mal, ob es wirklich so ist. Er war ja schon da. Er war auf der Strecke, aber ja, er hat davor was anderes gemacht. Für den war der Hardrock halt mal wichtiger. Das passt ja. Ja. Aber ich wünsche mir einfach in Zukunft, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Ja, hoffentlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft dass der François Dennis noch läuft. Ich meine, na gut, so alt ist auch nicht. Ich glaube, 36 oder so. Ja, das geht schon noch. Ähnlich wie der Kilian. Der ist ja, glaube ich, auch 35, 36, sag ich noch was, gell? Mhm. Ja. Aber die haben auch beide alles gewonnen, was einmal da war. Mehr als einmal. Ja, da fällt mir, glaube ich, auch nicht viel ein. Ich glaube, die laufen einfach nur mehr zum Spaß und um sich gegenseitig zu messen, weil ums Gewinnen, also schon, aber da ist nichts mehr, was gewinnen können. Das ist, ja, die haben einfach Bock drauf. Genau. Die haben einfach Lust drauf, das zu machen. Und das ist das Allerwichtigste. Das ist richtig, ja. Also das ist wahrscheinlich auch dein Antrieb, weil du nicht davon abhängig bist, weil er ist nicht, keiner von denen ist mittlerweile mehr davon abhängig, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu Jungen, die nur das gelernt haben. Ja, die verdienen schon gut Geld, da machen wir jetzt keine Sorgen. Die machen es halt einfach, weil es eine Leidenschaft ist und das ist am meisten wert, denke ich. Ja. Na gut, der Frau Swarten hat ja jetzt da selber im Sommer was ausgerichtet, so ein Laufcamp. Genau, Trail. Mit Wein. Der ist Winzer, der verkauft Wein, ja. Der bringt den Wein auch immer zu die Hütten auf. Ja, auch kurz Training. Super, ja. Sommer wie Winter versorgt er die Hütten mit seinem Wein. Ja. Und ja, er stellt sie einfach breit auf, so wie die meisten mittlerweile. Kilian, ja, mit der Marke. Ja. Ich glaube, das macht super viel Sinn, wenn du schon selber so eine Marke bist, quasi, dass du dann auch sagst, hey, ich kann das nutzen. Weil man ist jetzt auch so, wenn man es da irgendwo im Trailsport sagt, ah, der Namberger kennt auch mittlerweile jeder. War vielleicht vor 5 Jahren noch anders, aber jetzt dann mittlerweile, naja, gingen die Ohren, glaube ich, schon ein bisschen auf und so gesagt, ah ja, habe ich schon mal gehört. Das ist gut. Vielleicht im deutschsprachigen Raum, sonst eher weniger. Meinst? Ja. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Aber für mich ist es nicht das Wichtigste. Aber. Was hast du noch auf deiner Bucketlist stehen? Weil Lavaredo, gut, der ist jetzt durch, aber halt immer noch schön. Der UTMB ist immer wieder mal die Weltmeisterschaft, aber hast du jetzt auch so Rennen, wo du sagst, weiß nicht, Hard Rock, Western States, Cape Town, ja, keine Ahnung? Cape Town, ja, wahrscheinlich heuer noch. Ja. Gut geworden. Heuer WM, nächstes Jahr Weltmeisterschaft. Das ist mal sicher oder einigermaßen sicher. Mhm. In Innsbruck? Genau. Ah, sehr also schön. Ja, im Juni. Heuer ist woanders. Mhm. Und ja, es gibt schon noch früher Rennen, also das größte von Spanien. Ich bin heuer schon sehr groß in Spanien gelaufen, das war super, aber ich möchte mal Pirineo laufen. Mhm. Ja, einfach die größten Rennen des jeweiligen Landes. So okay. In Deutschland, ja, ist im Moment recht uninteressant. Man muss wirklich sagen, Zugspitz Ultra Trail ist einfach eine nicht für Profiläufer gemachte Veranstaltung, weil einfach keiner da ist und dann ist es für mich uninteressant. Es muss schon ein Wettkampf sein, sondern ja, das muss was bieten an Konkurrenz. Dann
War also das cool? Du wirst das nicht laufen, wenn du quasi beim Start warst, wenn du dann gemütlichen Longjog machst, gewinnst du das trotzdem. Nein, voll nicht. Ja. Also ja. Klingt blöd, aber mache ich nicht. Ich möchte, dass das ein Wettkampf ist. Nur dann ist es irgendwie was wert und auch interessant. Mhm. Ja, die größten Rennen des Landes und irgendwann muss halt einmal Amerika sein, aber das verschlingt halt einfach sehr viel Budget, ja. Weil du da schon auch, du kannst da nicht rüberfliegen, einfach das Rennen laufen. Ich brauche da 4 bis 5 Leute noch. Also ich muss 4 bis 5 Leute zahlen. Okay. Ich brauche einen Supporter, ich brauche einen zweiten Supporter und ich brauche einen Pacer und irgendwas Offizielles vielleicht auch noch. Und die musst halt du alle über 2-3 Wochen zahlen und dann kann sich jeder das ausrechnen im Moment, was das kostet. Und ob es dann auch wirklich wert ist, gleich immer so weit weg zum Fliegen und so viel Geld drauf zu hauen, wenn du auch just mal in Europa alles erledigen kannst. Ja, vor allem, es gibt genau. In Europa 1000 Rennen. Nicht 1000 große Rennen, aber es gibt halt echt viel große Rennen auch. Genau. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, beim Transgran Canaria anfängst und die dann durcharbeitest bis nach, weiß ich nicht, nach Transsilvanien, zum Transsilvania 100, dann hast du schon gut zu tun, die nächsten paar Jahre. Und ja, das Wichtige ist immer, dass die Konkurrenz stimmt. Und es wird ein bisschen spannend, was die UTMB-Serie da so aufstüftelt, wo die hingeht. Im Moment ist sehr traurig ein bisschen, weil sie machen halt Rennen an Orten, wo halt davor nicht viel war. Nennen es halt bei UTMB und die Leute fahren halt hier, aber es ist halt ja von der Elite her nicht alle da. Und das muss eine einheitliche Serie geben, dass bei den Rennen, wo halt was wert haben, dass da halt alle hinfahren und sie halt messen. Nur dann ist das auch spannend und auch was Cooles. Ja, naja, ich glaube bei dieser bei UTMB Serie, also man sieht ein bisschen, was sie machen wollen, also wirklich Ironman-Style auf Trail. Aber ich glaube, die Rennen, die von dieser Serie interessant sind, sind die Rennen, die es vor der Serie schon gegeben hat. Ganz richtig, unterschreibe ich, ja. Ja. Also ob das jetzt der UTMB selbst ist oder ob das der Mozart, ja, er war diesmal straßenlastiger, ich glaube einfach nur, weil sie die Richtung draht haben und ein bisschen die Strecken angepasst haben. Aber grundsätzlich ist er ein schöner Lauf, ein schneller Lauf, aber schön. Der Western States, ja, den haben sie gekriegt und den Western States interessiert die UTMB-Serie eigentlich nur so semi, glaube ich. Wenn sie da ist, ist sie halt da und wenn nicht, ist uns auch wurscht. Was weiß ich, sowas wie der Hong Kong 100, ich glaube, der ist auch dabei. Nein, ist er nicht dabei. Nein, ist er noch nicht dabei? Nein. Ah, okay. Heuer noch nicht. Ich dachte, aber nächstes Jahr. Kann sein. Auf nächstes habe ich noch nicht geschaut. Ich habe den irgendwo gelesen. Okay, dann war es schon mal gut. Das war ein interessantes Rennen. Genau, weil das Rennen würde mich mal furchtbar interessieren. Überall von der Stadt zum Laufen. Nein, das war was Gutes. Aber halt nicht Rennen kreieren, wo ich mir letztes Wochenende Nizza Côte d'Azur angeschaut. Ja, und von der Startliste habe ich halt genau Neuschwand erkannt, weil das halt ein Spätzle von mir ist. Aber sonst und die Rania Debats, okay. Aber sonst habe ich da keinen kennt und das soll halt nicht die Zukunft. Die Sophie Hegemann ist mitgelaufen, die hat die gewonnen. Ja, stimmt, die Damen 100 gewonnen. Ja, Entschuldige, muss ich auch sagen. Aber sonst, ja stimmt, ich habe mir gedacht, das Elitefeld ist sehr dünn. Ja, genau. Und, der Kalender stimmt auch nicht, das ist zu viel um den UTMB. Ja. Davor und danach. Und das passt nicht, da müssen sie nochmal überdenken, aber die ganze Serie muss halt nochmal verbessert werden. Aber das soll in dem machen. Ich bin nur der Läufer, der sich umhält und mitrennt. Soll halt für alle attraktiv sein, für Erne, aber auch für die Läufer-Elite, aber auch für die allgemeinen Läufer. Also nicht nur für uns, sondern für jeden, der sich entscheidet, er fährt da hin und probiert das aus. Ja, nein, es war ja, ich bin ja die Wochen davor beim in Slowenien gelaufen, beim Julian Alps. Aha. Ich glaube, es kann ein schönes Rennen sein. Also wenn es von 15 Stunden nicht 15 Stunden regnet, dann kann es schon ein schönes Rennen sein. In dem Fall war es, also nichts an dem Rennen war schön, es war ein richtiges Seuchenrennen. Ui, okay. Es hat
nur Heavy Rain, außer zu dem Zeitpunkt, wo es geschnieben hat. Super. Ah, super. Das ist. Und ja. In Klatsch bis zum Knie. Mhm. Großartig, ganz großartig. Und ganz viele Zuschauer und Leute an der Strecke natürlich dann. Ja, die nennen sie Bergrettung. Nein, ich glaube, dass es wirklich schön ist, wenn du da an diesem Alpenkamm zwischen Slowenien und Kärnten entlang laufst und den haben sie ausgenommen, weil er zu gefährlich war. Das heißt, den schönsten Teil haben sie nachher nach unten verlegen müssen, weil das Wetter halt auch Mist war. Nur wenn du da die Startlisten angeschaut hast, und das war das, was du gesagt hast, dort, von der Elite, es war ein schönes, es hätte ein schönes Rennen werden können. Die Strecke ist grundsätzlich, glaube ich, super, aber das Rennen ist dieses Jahr in diesen UTMB-Zirkus quasi mit aufgenommen worden und war vorher ein bisschen so ein Insider, wenn man gesagt, hey, ich möchte was in der Umgebung laufen. Nur Elite-Läufer hast du dort genau keine gehabt, weil es war halt vorher, das war jetzt das erste Septemberwochenende, oder nein, das zweite Septemberwochenende, das ist viel zu knapp am UTMB oder am Tag, je nachdem, wo die Leute laufen. Also warum sollten die Leute dann das machen? Das machen dann die Leute, die anderen zwar nicht mitlaufen haben können, aus Gründen. Ja, man darf aber auch nicht immer auf Elite schauen, muss man auch sagen. Du sollst nicht alles von denen abhängig machen. Aber ich glaube, für viele ist es halt auch schön, als Mittelfeldläufer, wenn du einfach Top-Leute am Start hast. Weil wenn ich zum Beispiel Berlin laufen darf und vorne da der Eliab Kipchoge stehe und da wegknallen, dann fand ich das einfach cool. Aber wenn ich als Quereinsteiger dann vorne stehe, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Event war. Ich möchte mal mich messen gegen die Besten. Ja, und so soll es halt einfach auch bei so einem Rennen sein. Im Endeffekt müssen sie herausfinden, was sie mit Ironman da für einen Weg einschlagen. Das soll halt für alle attraktiv sein. Ja, naja, und es sollte sich, glaube ich, eine Serie bilden, die zumindest so ein bisschen einen Standard hat, weil du hast auf der einen Seite die Golden Trail Series von Salomon, dann hast du die bei UTMB-Serie, dann gibt es, glaube ich, noch irgendeine dritte. Und je nachdem, bei welchen Serien die Leute dabei sind oder bei welchen Sponsoren das unter Vertrag sind, müssen sie bei der einen oder anderen Serie laufen, dann laufen sie auch Rennen von der anderen Serie und dann wird es irgendwann ein bisschen komisch, weil du sagst, ja, und wo laufen dann alle Gurden? Genau, ich gebe wieder recht. Ja, so ist im Triathlon auch gerade ein bisschen mit PTO, Ironman und was auch immer. Und der Challenge, oder? Challenge ist wieder extra, genau, aber das ist einfach ein Rennen, was halt ein Klassiker ist und das wird es immer geben. Das größte Rennen von Deutschland mit der meisten Prestige und wenn du das einmal gewinnst, dann bist du wer. Ja. Und vor allem jeder, der es gemacht hat, sagt einfach, die Stimmung ist brutal gut. Genau. Manche Rennen brauchen keine Serie, aber es wird einfach einigermaßen durchsichtig sein für einen Außenstehenden. Ja. Ja. Und sonst suchen die guten Leute sie halt die Rennen, wo halt einfach für eine wertvoll sind. Ja. Also das sicher auch so. Und wenn sie quasi die Top 100 darauf einigen, dass der UTMB das Rennen ist, wo sie sich messen wollen, dann wird das halt sein, weil dann werden sie sich halt dort anmelden. Fertig. So einfach ist es leider nicht mehr. Du musst dich ja auch qualifizieren. Und ich weiß nicht, ob sich Kilian in Zukunft irgendwo qualifizieren will oder ob man dann ewig weit wegfliegt. Nach zum Beispiel jetzt dann Australien oder China oder Thailand, dass halt du dich dann für das qualifizierst. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Seele im Show davor, wenn alle guten Leute am Start haben. Ja. Ja, es sollte. Ich finde Triathlon gut, wie das abläuft, dass du dich über Tickets und über Platzierungen dann für Hawaii qualifizierst und so sollten sie es vielleicht auch bei uns übernehmen. Hawaii driftet jetzt ein bisschen ab mit dem hohen Startgeld und Unterkunftsgeld und Flüge und ganz weit weg. Das soll man jetzt nicht unbedingt kopieren, aber es haben viele gute Sachen dabei. Ja, da sind wir jetzt beim Trailrunning, muss ich sagen, sind wir ja wirklich gut aufgestellt, weil
theoretisch, wenn du jetzt da aus Österreich, Deutschland, Italien oder so kommst, ist zum UTMB nicht weit. Es ist grundsätzlich nicht teuer. Ich meine, natürlich, wenn du in Chamonix am ersten Platz wohnen willst, gut, kostet mehr als 20 Euro die Nacht. Aber das Rennen an sich ist nicht so teuer vom Startgeld. Es ist nicht billig, aber es ist auch nicht so teuer. Sie bieten wirklich viel, also so rundherum, muss man sagen, Hut ab. Aber es haben ja auch viele amerikanische Läufer schon gesagt, es ist halt schon schlimm, weil sie haben als Qualifikationsrennen jetzt, ich glaube, 4 Stück. Sonst für alles andere müssen die wo da hinfliegen. Und zwar weit. Ja. Und in Europa haben wir, weiß ich nicht, 17. Ja, das ist richtig, ja. Also da sind wir jetzt in diesem Riesenvorteil, weil ich glaube, für Amerikaner, die jetzt da nach Frankreich fliegen für eine ganze Woche, weil die müssen sich auch klimatisieren und so weiter und so fort, das ist halt auch ein bisschen doof. Ich meine, natürlich, irgendwo musst du das machen und irgendwer hat es immer weit. Völlig wurscht, was du das machst. Ich meine, dass nach Hawaii einfach alle weit haben, ist ja ein bisschen deppert, aber na gut. Aber so gesagt, ich bin echt gespannt und ich glaube, dass wirklich der UTMB quasi wirklich so dieses Zentrale sein wird, weil er hat bietet schon sehr viel coole Komponenten. Brutal, ja. Und halt auch super Strecken. Genau, also man muss das als Läufer einmal gesehen haben. Entweder selber laufen oder mal zuschauen, weil das ist einzigartig, was da abläuft in der Rennwoche. Ja. Natürlich, da wird was geboten, du kannst viele, viele Sachen machen, aber wenn du da ein Event machst, was da für eine Stimmung ist, das wirst du als, ja, das wirst du in keinem anderen Bewerb irgendwie erfahren. Ja. Der Start beim UTMB ist einzigartig. Du läufst durch eine Menschenschlange durch, die dir einen Tunnel bauen und der Tunnel geht einfach kilometerweise und du siehst in der Nacht die Leute im Morgengrauen, du siehst an jedem coolen Ort wieder die Leute, die wo die anfahren, nicht nur den ersten, sondern auch den letzten. Ja, und das kann ich bestätigen. Ja, ich war nicht letzten, aber mittendrin auf jedem Berg irgendwo kommen da irgendwelche Wanderer, Spaziergeher, Leute entgegen und feiern die an. Aber nicht so, wie man das aus unseren Gefilden kennt mit Slow Clap und Gamer, ja, sondern frenetisch. Ja, richtig. Richtig. Ich habe ein Foto gekriegt von einem Fotograf, der hat mich noch von hinten fotografiert, hat einen Zoom nicht richtig scharf gehabt auf mich, sondern auf die Zuschauer. Und dann sieht man die Emotionen von den Zuschauern, wie die anfeiern. Und das war ein kleines Kind. Das war ein wunderschönes Bild. Und da sieht man, dass die einfach diesen Sport leben, die immens anfeiern und nicht nur die ersten, sondern auch den letzten, der wo knapp unter 48 Stunden reinkommt. Und da gibt es ein cooles Video, weil der hat einen riesen Bierwampen, der hat nicht die Zeit zum Trainieren wie mir, sondern du denkst dir, wie konnte er diese Distanz schaffen, aber der wird gefeiert wie ein Sieger und das ist der UTMB und das ist geil. Ja. Und vor allem, der ist einmal 48 Stunden gelaufen. Ja. Also, das musst du halt auch einmal machen, gell? Genau. Weil das wollte, weil er Bock drauf gehabt hat. Genau, genau. Weil er einfach aufgeben in seinem Wortschatz gestrichen hat. Weil sonst machst du es gar nicht. Ja, du hast vorher gesagt, du hast eine kurze Saisonpause gehabt und bist jetzt schon wieder voll im Training. Und ich habe so zwischenzeitlich ausgehört, Cape Town könnte vielleicht dieses Jahr noch am Plan stehen. Ist das so quasi das Saisonabschluss dieses Jahr? Ich mache jetzt nur zwei Sachen. Das ist die WM in Thailand und dann Cape Town. Dazwischen ist eine kurze Pause, aber ich denke, ich kann es einigermaßen überstehen. Ja, bei einer WM sagt man natürlich nicht nein und zu Cape Town wahrscheinlich auch nicht. Der Plan ist jetzt mal so. Ich hoffe, das funktioniert körperlich. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann musst du halt eins streichen, aber alles fein, ich bin motiviert, ich trainiere relativ gut und wenn es ablaufen wird, wäre es wunderschön und wenn nicht, dann gibt es ein nächstes Jahr, wo man wieder sehr bald einsteigen kann in die Wettkämpfe. Ja, es ist grundsätzlich, hätte ich jetzt gesagt, ein super Schlusswort, aber ich finde es witzig, die Trail-WM
ist jetzt im November, ich glaube ja. Im November. Ja. Und im Juni dann wieder. Richtig, die wurden also nachgeholt. Keine sechs Monate. Wir laufen ja die Trail WM 2021. Ah, okay, das erklärt's. Ja, die haben es zu oft verschoben. Und holen sie jetzt noch. November ist gut, weil das ist angenehm im Norden von Thailand. Da ist zwar Luftfeuchtigkeit sehr hoch, aber Temperaturen sind einfach nur warm und nicht zu heiß. Und dann sollte man das schon einigermaßen machen können, ja. Okay, nein, es war so verwirrend, so mit, ja, wir machen halt einfach mal zwei WMs in sechs Monaten, weil warum auch nicht? Ja, die wollten es halt nur nachholen. Es ist auch wichtig, dass auch der Markt mal bedient wird. Trailrunning ist in Asien auch sehr bekannt und wird sehr gefeiert. Und ja, jetzt hat. Lass uns halt mal auf das ein. Schau mal, wie es ist. Danach kann ich mehr verzeihen. Ja, da hoffe ich doch darauf. Also spätestens in Innsbruck fangen wir die ja hoffentlich wieder vor dem Mikro ein. Ja. Weil da werden wir sicher dabei sein. Weil sehr gut. Wenn es schon mal eine WM im eigenen Land gibt, dann müssen wir da natürlich vor Ort sein. Genau, auf gutem alpinen Gelände, das warst. Ja, wobei, ja, wenn es in Stubai geht, schon, wenn es der Nordkette aufwandert, dann wird es sehr laufbar. Genau, also der Innsbruck Trailrun ist ja sehr laufbar. Aber die werden das nicht auf der Strecke hoffentlich machen. Nein, sie passt, aber die IATF-Strecke nächstes Jahr wird angepasst, also wird ein bisschen umgelegt, dass sie mit der Trail-WM-Strecke in weiten Teilen deckt. Okay. Weil man finde ich auch geil, weil bei der Trail WM können quasi nur Elite-Läufer mitmachen und so haben Amateure und ambitionierte Amateure die Möglichkeit, zumindest dieselbe Strecken zum Laufen. Das passt, was auch ganz geil ist, weil du hast zwar nicht dieselbe Zeit vielleicht und es ist nicht hundertprozentig die Strecken, aber du hast dann die Wochen drauf, wenn dann die Leute es wirklich kennen laufen, zumindest ein Gefühl, dass du sagst, den Anstieg, da habe ich, weiß ich nicht, zwei Stunden braucht. Warum brauchen die nur eine Stunde? Was ist mit denen? Ist gut, wenn du sagst, die machen das schon mal auf der Strecke, dann können sie es mit Markieren ein bisschen üben, dass das mal sauber ausgeschildert ist, dass sich da keiner verläuft und dann haben alle happy. Entschuldige. Wobei, der Neuschwander läuft doch mit, oder? Bei was? Bei der WM, ja. Das heißt, dass einer sich verläuft. Nein, in Innsbruck verlaufen sie immer alle. Der hat sich aber Mozart verlaufen, also so gesehen. Ich glaube, das ist sein Special Move. Nein. Ich mag ihn sehr gern, aber ich finde es sehr lustig, wo er sich überall verlaufen kann. Ich weiß nur Mozart, mehr weiß ich jetzt nicht. Naja, ich glaube, er hat sich schon zwei, drei Mal so richtig schön verkauft. Okay. Ja, bei euch ist es ja ein bisschen schwerer, ihr markiert es nicht mehr die Kieselsteine. Ja, man braucht ein bisschen Heimvorteil. Ja, in Österreich wird nur ein Kieselstein markiert. Da. Ja, ich glaube, das ist gelernt aus dieser Bergmarathon-Zeit. Weil, ja, aber wir lassen so rennen, wir haben Scheuklappen da. Ja, nicht aber, zum Navigieren, sondern da muss saubere Beschilderung. Aber diese ganzen klassischen Bergmarathons, die es seit 30 Jahren gibt, ja. Die sind quasi alle am Boden angesprüht mit irgendwelchen Farben. Ich habe das auch erst lernen müssen. Okay. Das nicht, du darfst, ja, weil die machen das oft oben am Bergkamm, da ist halt kein Baum, ja, dann werden halt einfach die Steine markiert am Boden. Ja, aber das darf ja das ganze Jahr. Okay. Ja, wir Deutsche brauchen saubere Regeln, wo es lang geht und dann funktioniert für uns. Das haben wir gewählt. Da können wir jetzt, glaube ich, nicht weiter. Ja. Nein, aber super, dann wissen wir schon, wo wir die verfolgen können das Jahr. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du so lange Zeit genommen hast. Sehr gerne, war richtig spaßig, war gut im Dialekt zu reden, mit Hochdeutsch. Das wird vor allem unsere deutschen Zuhörer freuen. Weil die haben immer so ein bisschen ein Problem mit unserem Dialekt, aber es ist schön, wenn wir dann beide in dem Dialekt reden. Ja, das ist sehr gut. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich in Innsbruck wieder. Gerne, ja. Ich hoffe, wir da sein, ja. Jawohl, ja, das hoffe ich doch auch. Das lassen wir.
Na super, dann einen schönen Abend noch. Es hat mich sehr gefreut und bis denn dann. Bis bald. Danke, servus. Ciao.